Hallo meine Lieben, ja erstmal ein frohes und gesundes 2024 wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ich habe den gestrigen Neujahrstag dafür genutzt, meine Ziele und Träume für 2024 aufzunehmen. Dabei geholfen hat mir die liebe Luisa, der folge ich schon relativ lange. Und die hat seinerzeit mal diese tollen Kalender rausgebracht, wo man einen Brief an sich selber schreiben kann, auch wofür ist man dankbar für 2023, was hat man schon erreicht und natürlich eben auch, was wünscht man sich für 2024. Und da habe ich meine Träume und Wünsche aufgeschrieben, was so meine Themen für 2024 sein dürfen. Ja, und dann freue ich mich jetzt ganz besonders auch. Heute kommt meine erste Kundin in diesem Jahr. Das ist eine Stammkundin von mir zur astrologischen Beratung. Wir haben schon eine große Geburtshoroskop-Analyse gemacht und haben uns auch ihr Solarhoroskop, also von Geburtstag zu Geburtstag, angeschaut. Aber sie hat so bestimmte Lebensbereiche, die sie gerne noch mal intensiver anschauen möchte. Und da habe ich mir ihre Transite angeschaut, also welche Planeten haben eine Auswirkung auf die Lebensbereiche, die sie interessieren. Und da gucken wir heute dann nochmal sehr intensiv rein. Da freue ich mich total drauf. Und sie kommt auch zum Kartenlegen. Sie hat jemanden kennengelernt und möchte da mal so ein bisschen gucken, was die Karten und was das Universum ihr dazu zu sagen hat. Und da freue ich mich heute auch schon ganz besonders drauf. Da bin ich heute richtig in Plauderlaune. Jetzt möchte ich euch noch was ans Herz legen. Ich überfrachte euch hier heute ein bisschen. Und zwar habe ich 2022 die liebe Ming kennengelernt. Sie hat eine eigene Praxis auf Sylt. Sie nennt sich Lotus Wellness. Und sie hat auch ein Buch geschrieben. Und es freut mich ganz besonders, dass ich auch Teil des Buches sein darf. Ich habe euch das irgendwann schon mal in meiner Story gezeigt. Ich war auch in der glücklichen Situation, dass ich ihr auch etwas zurückgeben konnte. Also ich habe ihr auch die Karten gelegt und sie war ganz begeistert. War eine richtig schöne Erfahrung, dass wir zusammengetroffen sind. Das ist das Buch. Meine Reise zur Selbstfindung kann... Ja, da war ich abgestorben. Genau. Also, das ist das Buch. Kann ich euch nur ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Ming ist nicht nur Buchautorin, sondern sie praktiziert auch auf Sylt, kann diverse Themen, die wir so mitbringen, sei es, wir haben irgendwie Süchte oder besondere... körperliche Beschwerden, da kann sie weiterhelfen, auch bei der Bearbeitung von Traumata. Sie hat selbst viel erlebt, also eine ganz tolle Frau, die ich ursprünglich mal bei Shopping Queen gesehen habe übrigens. Also ganz spannend und so sind wir dann zueinander gekommen. Schaut mal rein, vielleicht trifft es... So, wieder abgestorben. Vielleicht trifft es euren Nerv und spricht euch gerade in diesem Moment an, dann soll es so sein. Eine absolute Herzensempfehlung. Ich bin auch mit in dem Buch. Da freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Jetzt habe ich genug gequatscht. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht das Beste draus und wenn ihr... Beratungsbedarf habt, meldet euch. Ist ja immer so ein Startschuss ins neue Jahr, dass man da doch nochmal vielleicht gucken möchte, was bringt mir das Jahr so, worauf darf ich achten. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Ich freue mich auf euch und alles Liebe.